In den letzten Jahren gab es verschiedene Forschungsansätze mit dem gemeinsamen Ziel, Kreissägen sicherer zu machen und Unfälle zu verhindern. Alle Ansätze basierten darauf, das Sägeblatt zu stoppen oder abzusenken, bevor der Benutzer zu ernsthaftem Schaden kommen kann. Eine große Formatkreissäge kann jedoch nicht schnell genug abgebremst werden, da typischerweise sehr große Sägeblätter verwendet werden, die sich mit 5000 Umdrehungen pro Minute schneller drehen als bei normalen Tischkreissägen. Dabei kann die vorgeschriebene Schutzhaube versehentliche Berührung des Sägeblatts und somit schlimme Unfälle verhindern, wenn sie richtig eingestellt ist. Dann schützt sie auch vor Holzstaub und Materialrückschlag. In der Praxis wird die Schutzhaube oft zu hoch eingestellt. Abhilfe könnte dabei eine automatische Höheneinstellung schaffen. Das von uns entwickelte Sensorsystem misst dabei die Werkstückhöhe und kann zwischen Werkstück und Bediener unterscheiden. Diese Unterscheidung ist notwendig, damit die Höheneinstellung nur bei einem Werkstück und nicht bei den Händen des Bedieners passiert, um somit den Schutz zu maximieren. Das System erkennt Werkstücke, die unter der Schutzhaube liegen geblieben sind, mit einer integrierten Kamera. Sobald das Werkstück entfernt wurde, kann die Haube wieder abgesenkt werden. Der optische Sensor misst die Entfernung zum Werkstück 50 Mal pro Sekunde. Die Höhe der Schutzhaube wird entsprechend schnell angepasst.